So, hallo und herzlich willkommen zu dem Tagesimpuls, der Tagesquickie quasi für Donnerstag, den 12.11. Ja, die Zeit rast ja nur so dahin. Ja, und wir legen fleißig weiter Karten. Also beglücke euch ja jetzt weiterhin hier mit meinem Tagesimpuls jeden Tag aufs Neue. Und wir beleuchten immer nur schnell mit die zwei Karten nur verschiedene Themen, also die Paare, die Liebenden, dann was ist in der Single-Welt los und dann nochmal für den Beruf und am Ende bitten wir noch um eine Nachricht aus der geistigen Welt, ja, was es da für Hinweise, für Impulse gibt für den Donnerstag. Und ja, da wollen wir doch mal schauen, was da so los ist. Ich mische live und deute das dann gleich. Wurde ja schon mal angesprochen, dass ich das bitte machen soll. Und dem komme ich auch nach. In den großen Legungen von den anderen Videos mache ich das nicht, weil da würde ich das Video dann auch nur ewig in die Länge ziehen. Und da bin ich kein Fan davon. Na? Okay, also Freunde der Nacht, da wollen wir mal anfangen. Jetzt bitten wir mal um eine Karte für die Paare, für die Beziehungen, für die Liebenden, für den Donnerstag. Die will. Die will und die kommt auch. Oh. Okay, ist hier etwa jemand krank oder zieht sich hier jemand zurück? Ja, isoliert sich da jemand? Gibt es vielleicht Ärger mit den Behörden? Da wollen wir noch mal eine zweite Karte erbeten. Das hat man ja sowieso gemacht. Schauen wir mal rein. Die Blumen. Okay, es scheint so, als würde sich hier jemand von der Familie, von dem vertrauten Umfeld, von dem Wachstum, von dem Schönen in der Beziehung etwas zurückziehen. Ja, der Turm, der steht ja so ein bisschen für Isolation, für Rückzug. Also vielleicht ist jemandem auch eine Laus über die Leber gelaufen in der Beziehung. Hier sehe ich auf jeden Fall, da ist jemand eingeschnappt, da ist jemand beleidigt, da zieht sich jemand zurück. Also an diesem Mittwoch, diesem Donnerstag, da mal ein bisschen aufpassen, dass die Harmonie stabil bleibt, weil hier ist hier aktuell in Gefahr. Ja, die Blumen stehen ja auch so ein bisschen für die Harmonie. Da gilt es mal aufzupassen, dass hier nichts aus dem Ruder läuft. Da ist jemand eingeschnappt, da zieht sich jemand zurück. Ja, also ich könnte es jetzt auch hier weiterlegen, aber es ist ja ein Quickie. Also aufgepasst in der Beziehung. Dann schauen wir mal bei den Singles rein. Da ist schon, oh je, was ist denn heute hier los? Die Sense. Ja, die Sense, da muss man immer aufpassen, in welche Richtung zeigt die Spitze. Ja, jetzt, die zeigt ja immer nach rechts. Ja, die wird gleich in die Klärungskarte reinhauen quasi. Mal schauen, welche arme Sau von Karte dass das jetzt gleich ist. Bitte noch eine Karte für die Single-Welt. Wenn immer keine Karte springen will, dann muss ich immer an ein Video schicken, das mir eine treue Zuschauerin mal geschickt hat. Da hat sie sich selbst gefilmt und für mich die Karten gelegt und da hat die auch ewig und 3 Tage gemischt. Das fand ich so amüsant, weil da wusste ich, es geht nicht nur mir so manchmal. So, eine schöne Grüße an der Stelle auch. Tja, wo haut die Sense rein? Okay. Aha. Das ist jetzt eine interessante Kombination. So, die Sense, ja, hier wird irgendwas schnell beendet in der Single-Welt. Ja, und zwar haut die Sense in die Wolken rein, in die Unklarheit. Ja, also es kann, schaut mir so aus, als würde hier eine Unklarheit, eine Undurchschaubarkeit, eine Verwirrung, irgendwas aufgelöst werden und zwar relativ schnell. Vielleicht gab es da ein Missverständnis, ja, eine Meinungsverschiedenheit. Ein Problem, was gar kein Problem ist. Auf jeden Fall haut die Sense hier in die Wolken rein, in die dunkle Seite. Ja, hier rechts kommt dann auch die Klarheit rein. Auf jeden Fall, hier gab es scheinbar irgendwelche Missverständnisse. Ist ja nicht unüblich, wenn man jemanden kennenlernt. Ja, aber da kommt Klarheit rein. Also kleines Missverständnis, große Wirkung, aber alles wird wieder gut. Es wird sich alles aufklären. So, dann schauen wir mal in den Beruf rein. Was geht im Beruf? Okay, da sind schon 2 Karten gefallen.
Da bist jetzt du schon als Personenkarte gefallen und du schaust auf die Mäuse. Ja, also an diesem Tag heißt es aufpassen, ja, für euch auf der Arbeit. Da ist irgendwas, was euch nervt, ja, was an euch nagt. Ja, da schaut ihr so richtig drauf. Es ist an euch, dieses Problem an diesem Donnerstag zu lösen, ja, es anzugehen. Du schaust hier auch drauf, du drehst dich nicht davon weg. Das ist ja schon mal sehr gut. Also nimmst du die Herausforderung an diesem Tag auf der Arbeit. Da gibt es vielleicht was nicht so besonders prickelnd ist, ja, aber so wie es aussieht, nimmst du die Herausforderung an, ja, du schaust drauf, du fixierst das Problem, um es zu lösen, ja, das ist ja mal sehr gut. Also doch nicht alles ganz so schlimm an diesem Tag. Und jetzt bitten wir noch um eine Botschaft aus der geistigen Welt. Also, liebes Universum, eine Botschaft aus der geistigen Welt bitte für den Donnerstag. Bitte um eine Karte aus der geistigen Welt. Bitte. Ja, die kommen nehmen. So, mein. Oh, das Kreuz, herrje. Da geht es um eine Aufgabe, um eine wichtige Aufgabe an diesem Donnerstag. Okay, dann wollen wir doch mal fragen, um welche Aufgabe geht es denn da? Welche Aufgabe geht es denn an den Donnerstag? Oh, also das ist ja mal eine Tagesenergie hier. Okay, da ist der Fuchs und der schaut auf das Kreuz. Das heißt jetzt generell für euch an diesem Donnerstag, ja, vertraut euren Instinkten, wenn euch irgendetwas nicht okay und nicht korrekt vorkommt. Oder ihr den Eindruck habt, ja, da könnte was nicht passen, dann verlasst euch da auch drauf. Ja, das Kreuz, das heißt immer, da gibt es eine wichtige Aufgabe und da schaut der Fuchs drauf. Also bei allem, was ihr tut, vertraut euren Instinkt. Ja, der Fuchs ist ja ein sehr, sehr schlaues Tier. Ja, und prüft alles, ob das auch wirklich so ist. Und wenn euch irgendetwas komisch vorkommt, dann kann es gut sein, dass ihr da auch recht habt. Ja, weil der Fuchs heißt ja immer Achtung, Vorsicht, Lug, List, Betrug, Hinterhältigkeit, Falschheit. Also hier an dem Tag heißt es für euch aufpassen. Ja, also ein großes Achtung, großes Aufpassen. Also ich möchte sagen, ich habe schon mal schönere Tagesenergien gelegt. Für die Singles ist es ja ganz hübsch. Hier ist irgendjemand beleidigt. Da wollen wir mal vielleicht nicht hoffen, dass es zum Schlimmsten kommt. Ja, auf der Arbeit nimmst du deine Herausforderung bravourös an. Das passt ja auch wunderbar. Aber die geistige Welt, die sagt, Mädel, Junge, pass auf. Ja, hier ist was im Busch. Ja, also da, irgendwas ist da nicht so ganz korrekt. Ja, also passt auf euch auf. Ja, es ist so, wie es ist. Ich mache das Beste draus. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bleibt vor allem gesund. Abonnieren nicht vergessen und bis zum nächsten Video.